Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen für dieses, naja, Sci-Fi-mäßige Super-RPG, auf das wir alle gewartet haben und das uns alle 2020 erlösen wird. Ich muss hier gerade meinen Bericht auf meinem Terminal lesen. Was? Das ist mein Arbeitsplatz? Wie cool. Harry, Mensch! Tischkollege, geht es um Frankfurt? Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay, gib mir die Kurzversion. Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Die höchste. Er sucht nach Dreck, kommt aber nicht voran. Komm zum Punkt. Na los. Zu sauber. Blitzblank. Kein einziger Fleck, nirgendwo. Wir glauben, sie haben ihn enttarnt und füttern ihn mit falschen Daten. Oh oh. Ihn rausholen oder weitersuchen lassen? Oh, das ist eine gute Frage. Na, wir lassen ihn noch weitersuchen und dann müssen wir ganz genau seine Daten analysieren, die wir dann aus dem feindlichen Hause bekommen. Ne? Macht da auf jeden Fall schon mal ein Fähnchen an seinen Eintrag. Lass ihn weitersuchen. Wir haben zu viel investiert, ihn reinzubringen, um jetzt aufzugeben. Siehst du? Ganz sicher? Muss ich mich wirklich wiederholen? Nein, natürlich nicht. Na, geht doch. Schön weitercoden. Oh, was sind das für coole Bildschirme. Nicht ganz flach, ne, aber das hat so einen leicht Retro-Sci-Fi-mäßigen Look hier. So, wir gehen an unser Terminal ran. Kann ich hier noch was mitnehmen? Ja, neue Karriere gefällig. Komm zu Netwatch. Nehme ich jetzt erstmal mit, aber wir werden heute auch noch ein paar Datensplitter, / die USB-Sticks von Cyberpunk 2077 lesen. Sonst staunen die sich zu sehr auf und dann kommen wir nicht mehr hinterher. Ich möchte gerne bitte meine Schublade untersuchen, weil es geht und das ist cool. Kognitiven Booster benutzen, kann ich den nicht mitnehmen? Karte aufheben, erstmal die Karte angucken. Allein wie tief das hier geht. Ich bin überwältigt. Den Booster, natürlich benutzen wir den Booster, wenn wir können. Yay! Retalin-Mundspray. Mega! Adderall lässt grüßen. So, Computer benutzen bitte. Nein, wir können tatsächlich auf dem Computer arbeiten. Das wird immer besser. Ich will hier gar nicht mehr raus aus dem Gebäude. Ich würde mir gerne die Nachrichten angucken. Ja, müssen wir uns jetzt angucken, sonst... Sonst klappt das hier nicht mehr. Wer weiß, ob wir jemals wieder in dieses Gebäude zurück können. Ich habe es ja im Intro schon erzählt gehabt, dass wir betrogen werden und ganz von vorne anfangen müssen. Und ich glaube nicht, dass wir dann hier nochmal rein können. Mit den Stars in den Sternen warst du schon so oft in Thailand, Marokko und Alaska, dass es dir zum Hals raushängt. Hast du Lust auf ein echtes Abenteuer statt noch einer Tour durch Europa? Willst du sehen, wie die größten Film- und Braindance-Stars der Welt feiern und sich entspannen? Willst du die Stars in den Sternen sehen? Runterscrollen. Jetzt hast du die Gelegenheit. Der Crystal Palace bietet dir eine einmalige Gelegenheit, eine Suite mit Blick auf die Erde zu buchen und dazu eine unendliche Auswahl an Gutscheinen für unsere preisgekrönten Restaurants und Casinos, damit das Glück von Anfang an auf deiner Seite ist. Und keine Angst, wir sorgen dafür, dass dein Aufenthalt bei uns himmlisch wird, aber die Kosten nicht astronomisch. Gut, okay, alles klar, das ist Spam, ne? Aber trotzdem gut zu wissen, wahrscheinlich können wir den Crystal Palace früher oder später besuchen gehen und das werden wir machen. Sowas von Ergebnisse der vergangenen Woche von Quantified Satori. Bei der Messung ihrer biometrischen Werte wurden Abnormalitäten festgestellt. Bei den vorhergehenden Messungen sind die Cortisol- und Adrenalinwerte erhöht. Die Verwendung von Hormonblockern ist nur für 2 Wochen empfohlen, bevor eine Wiederherstellung der Ausgangslage fällig wird, wie Hormonblockern. Warum sollte man, naja gut, vielleicht das Östrogen blocken, also aus unserer Perspektive, damit das Testosteron mehr reinhauen kann und wir effektiver arbeiten können. Wir lesen weiter. Bei Ihnen erstreckt sie sich jedoch bereits über mehr als 3 Wochen. Empfehlung, machen Sie einen Termin mit Ihrem Trainer aus, um einen Erholungsplan zu erstellen. Postmortem-Analyse, Operation Wurmiger Apfel von
Arasaka, Abteilung für Analytik Night City. An wie? Das sind wir. Der Ausschuss der Abteilung für Betriebsaufsicht ist bei seiner Sitzung zu folgenden Schlüssen über die Operation Wurmiger Apfel gekommen. Bei der Durchführung der Operation wurden die üblichen Prozedere nicht befolgt, wodurch das Leben von Agenten und vor allem der Ruf des Konzerns gefährdet wurde. Die Operation führte nur deshalb zu Erfolg, weil Petrochem noch schwerwiegendere Fehler gemacht hat als wir. Alle Mitarbeiter, die an der Planung der Operation beteiligt waren, müssen sich einer internen Überprüfung unterziehen. Der Tod der Kontaktperson in Prag, in Klammern Todesursache Herzstillstand durch Giftstoff, wurde direkt durch mangelhafte Planung verursacht. Weiteres Vorgehen: Alle Planungsschritte der Operation müssen geprüft werden, von anfänglicher Recherche bis hin zur Umsetzung, um die Fehler in Vorgehensweise und/oder Beurteilungen eindeutig festzustellen. Last but not least, Neuräumlichkeiten von Bekanntmachung. Es ist uns eine große Freude, die Eröffnung einer neuen Räumlichkeit in unserem Hauptquartier in Night City bekannt zu geben. Unsere Wissenschaftler haben mit äußerster Sorgfalt authentische Flora und Fauna des Regenwalds ausgewählt, um dieses experimentelle, selbstversorgende Ökosystem ins Leben zu rufen. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze. Okay, das wären alle Nachrichten. Was gibt's hier für Dateien? Zusammenfassung des Berichts. Das ist das optionale Ziel. Nusa und Militech. Nach der Auswertung gesammelter Daten von Kontaktpersonen in Utah, Nevada, Arizona und Montana konnten wir keine aktiven Bemühungen der NUSA oder NUSA, nee, wahrscheinlich New USA, höchstwahrscheinlich, gegen Arasaka-Anlagen oder Aktivitäten in föderalen Territorien feststellen. Allerdings lässt sich derselbe Schluss nicht auf potenzielle Bedrohungen durch Militech ausweiten. Auch wenn der Konzern enge Verbindungen zur Regierung der NUSA hat, konnten wir keine wertvollen Informationen über Militech sammeln, da deren interne Vorgänge und Informationsflüsse bedeutend strenger kontrolliert werden. Wir müssen uns vorerst mit unbestätigten Vermutungen unserer eigenen Agenten begnügen. Fazit: Mehr Nachforschungen durch Agenten sind erforderlich. Derzeitige Datenlage beruht zu sehr auf Vermutungen und lässt keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Einen Datenanhang öffnen oder so? Nee. Wir gehen ins Internet. Oh Gott, das wird ja immer besser. Kann ich hier was eintippen? Das wäre auch zu viel des Guten. Arasaka Intranet. Wow. Das ist jetzt. Das müssen wir auch machen, aber das kann ich jetzt nicht hintereinander weg abfrühstücken. Das machen wir Schritt für Schritt. Nee, stopp. Wir bleiben beim PC. Ich würde mir gerne einen Überblick verschaffen. Und das kann ich alles anklicken. Hier, Crystal Palace. Das ist doch das Total Recall Pendant von Cyberpunk 2077, ne? Ja, das müssen wir alles mal abchecken, aber nicht sofort. Das schreibe ich mir hier auf. Intranet, das schreibe ich auf meine To-Do-Liste. Aber zumindest eine Sache gucken wir uns ein bisschen genauer an. Wir fangen oben links an. Arasaka, hey, ich komm da nicht mehr hin. Warum nicht? Hallo? Liebe Maus? Ah, okay. Profil. Vorgesetzter Arthur Jenkins, unser Chef. Training, Schaffung und Aufrechterhaltung nachrichtendienstlicher Netzwerke, Aufbau der Verteidigung von Firmenvermögen im Falle eines bewaffneten Konflikts, Analyse der Auswirkungen von Krisen, Arbeitnehmervaluierung. Während seiner aktiven Dienstzeit von 2 Jahren beendete der Agent 6 Abwehr- und 5 Angriffsmissionen, Spezialgebiete, Identifikation von Konzernspionage. Ich kann hier gerade leider nicht runterklicken. Nee, das geht leider nicht. Meine Maus ist es nicht. Also die bewegt sich ja hier auch. Nochmal bitte. Nee, das geht hier gerade nicht. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Skalierungsfehler. Dem Spiel sei es verziehen. Es ist ja noch relativ neu, da kommen einige Patches noch. Auch das V-Sync funktioniert auf dem PC, bei mir zumindest, nur bedingt gut. Ich habe keinen G-Sync-Monitor. Ich musste jetzt manuell noch über den Grafikkartentreiber das V-Sync aktivieren, ist besser geworden. Ne? Das Bild, ist, also in der Aufnahme sieht man es nicht mehr, weil OBS das glatt bügelt.
aber für mich hier direkt beim Spielen ist das Bild so ein bisschen zerrissen, ne? Und die FPS waren es nicht. Time Tracker. Bitte draufklicken. Um die in Time Tracker protokollierten Stunden anzupassen, wenden Sie sich bitte an die Buchhaltung. Sämtliche Abwesenheiten müssen mit Nachweisen übermittelt und verzeichnet werden. Okay, kann ich hier irgendwas anklicken? Nope. Missionsbericht. Ask Intel. Adohira. Beschreibung. In Watson wurde eine vollständige Aufklärungsmission im Bereich des Arasaka-Fabrikgeländes durchgeführt. Agent V konnte einen Spion von Baskin Undercover Inc., Corporation wahrscheinlich, aufspüren und abfangen. Während dieser Mission kamen 3 Klasse-H-Arbeiter ums Leben. Der Spion soll auf Befehl von Militech gehandelt haben. Sind das richtige Links? Missionsstatus beendet? Nee, kann ich nicht anklicken, aber ist in Ordnung. Arbeitnehmervaluierung. Agent V zeigt ein hohes Maß an Initiative und hat sich als effiziente, autonome, wenn auch schwer zu kontrollierende Einsatzkraft bewährt. Als kluge, ambitionierte Persönlichkeit ist er für den Feldeinsatz geeignet. Außerdem ist er bestrebt, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und bereit, eine angemessene Anzahl von Überstunden zu leisten. Ja, das stimmt. Zudem zeigt er keinerlei Anzeichen von Illoyalität gegenüber Arasaka. So, das wäre jetzt der erste Eintrag von Ned. Ich gehe mal davon aus, später können wir uns auch die anderen angucken. Dann hätten wir das für jetzt, für diese Folge schon mal getan. Ich möchte mir das alles angucken. Ich finde das sehr interessant, aber halt Schritt für Schritt, ne? Also wenn ich privat spielen würde, würde ich das Hardcore jetzt durchziehen. Aber nee, jetzt im Let's Play muss das nicht sein. Okay, optionales Ziel erledigt. Geh zur AV-Halle. Machen wir, ist gebongt. Mach's gut, mein Freund. Können wir noch irgendwas bequatschen? Nee, der hat zu tun, ne? Gibt's den Fotomodus eigentlich? Irgendwie, wo ich mich Third Person sehen könnte? Rennen? Fragezeichen? Ging doch. Was? Wie hab ich... Das mache ich mit Caps Lock? Wie, ich kann ja auch Dinge scannen? Tatsächlich. Oh Gott. Man kann hier einige Sachen scannen. Oh, ich liebe ja Scannen in Videospielen. Das hat No Man's Sky für mich noch viel interessanter gemacht, als es von vornherein sowieso schon war. Kann ich euch scannen? Nee, ne? Das war jetzt die Tür, oder wie? Vielleicht kann ich nur die blauen Sachen scannen. Erstmal nur die Türen. Lernen wir bestimmt alles noch. Toi, toi, toi. So, raus hier. Ey, wie, alle willkommen. Hallöchen. Alter. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Was denn? Das wird aber keiner rausfinden. Und die paar, die was wissen, wir kümmern uns um sie. Wir wissen jetzt auch Bescheid. Wollt ihr euch jetzt auch um mich kümmern? Oh Gott. Ich bin der schlimmste Arbeitskollege, den man haben kann hier gerade. Super aufdringlich. Scannt. Nein. Ich kann das Ding jetzt aber nicht selber fliegen, oder? Aber eins nach dem anderen. Oh, Stressball. Der gehört mir. Kann ich hier rüber? Hallöchen. Hallo auch. Hi, hi, hi. Kann ich dich scannen? Nee, aber ich kann das Ding doch scannen. 2020 bis 2077. Leergewicht 2000. Nee, doch 2721. Keine Info. Gut, wir gehen rüber. Was ist mit dir, mein Freund? Alles klar? Ja, kann ich dir helfen? Offensichtlich haben nicht weiter relevante NPCs nur eine Dialogzeile. Finde ich gut. Das wird die Sache hier beschleunigen. Also, ich sag mal, in meinem Verhältnis beschleunigen. Dann wollen wir mal. Einsteigen, bitte. Oh, wie cool. Zeig mir zuerst die Bezirksanalyse, bitte. Zeig mir die Bezirksanalyse. Verstärkte NCPD-Präsenz und Aktivität in Haywood. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen. Abgefangene Funknachrichten sprechen für einen Max-Tech-Einsatz in der Gegend. Großflächiger Ausfall des Stromnetzes gemeldet in Santo Domingo.
Aktivitäten in allen anderen Bezirken weisen keine Abnormitäten auf. Okay, das wär's soweit. Dann Lizzie's Bar, bitte. Neues Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Und Drink nimmt natürlich. Und dann die Nachrichten. Zack, und schon schlürfen wir hier ein Prosecco. Nachrichten einschalten. Hier sind die N54 News mit einer Eilmeldung. Ist laut, ne? Eine Konferenz des Europäischen Weltraumrats wurde plötzlich durch einen Fehler im Neuralstabilisationssystem unterbrochen. 5 Mitglieder des Europäischen Weltraumrats sind tot. 3 weitere in kritischem Zustand. Nach einer möglichen Erklärung für den schockierenden Vorfall wird noch gesucht. Die Ratsmitglieder benutzten alle von Biotechniker zur Verfügung gestellte Geräte. Konzern hat noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Unser Reporter ist vor Ort. Wir bringen Ihnen die neuesten Entwicklungen in Echtzeit. Bleiben Sie dran für die neuesten Nachrichten. Oh, wie cool, ey. Das ist eine Welt, in der man wirklich cool Zeit verbringen kann. Das ist ein richtiges Videospiel. Meine Güte. Oh, eingehender Anruf. Live-Coach. Hallöchen. Hallo, wie? Ja? Wir hatten doch erst Ende der Woche einen Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ach, das ist das mit den Hormonen, ne? Könnte besser gehen. Ein vorübergehendes Ärgernis. Sonst nichts. Kein Grund zur Sorge. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. 3-mal täglich. 3-mal am Tag? Das wird dir helfen. Glaub mir. Wie bitte? Sicher, okay. Wir sehen uns. Das könnte man jetzt aber auch hier im Auto machen, ne? Können wir sonst noch irgendwie irgendwo mit interagieren? Das ist total chillig. Med Center. Night City, Mensch, ich kann es kaum erwarten, dich zu erkunden. Und da einzubrechen und da einzubrechen und da einzubrechen. Ich will alle Stressbälle haben. Alle. Sind das Aktienkurse unten rechts? Das kann man noch bestimmt irgendwann ausschalten. Mal gucken. Ist ja alles noch Prolog. Das wird noch eine ganze Weile Prolog bleiben. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf 9 Parametern. Parametern. Na dann mal los. Lizzie's Bar. Also die Leuchtschrift, die habe ich schon mal im Trailer gesehen. Und zack, ist das Fenster undurchsichtig. Sehr cool. What the heck? Angreifen, direkt angreifen. Immer schön entspannt bleiben. Ich bin ein Konzerner. Und ich habe noch meine teuren Tech-Augmentierungen. Begib dich zum Lizzie's. Machen wir gleich. Neues Gebiet wird betreten. Japantown. Oh, du hast so coole Pupillen, ne? Hätten wir uns auch holen können. Und, oh, Tech-Arme. Mega. So, was können wir hier veranstalten? Mülltonne habe ich auch im Intro erwähnt. Können wir gar nicht durchsuchen. Mist. Da habe ich zu viel versprochen. Warum passiert sowas? Ich weiß auch nicht. Da ist er einfach auf einem Basketballfeld gelandet. Karten, was für Karten? Kann man sich die vielleicht ein bisschen genauer angucken? Inventar, Rucksack, Kram, warte mal, Filter, Verbrauchsgüter, Junk. Wahrscheinlich Junk, ne? Ja, tatsächlich. Da ist der ganze Kram und hier sind alle Items. Nee, erstmal nur Junk. Scheine nicht gezinkt zu sein. Sind artverwandt mit den Würfeln oder warum? Achso, weil der Würfel hier auf der rechten Seite ist. Nicht alle Probleme lassen sich mit Gewalt lösen. Gefälschte Dokumente. Schallplatte. Perfekt für Musikliebhaber oder prätentiöse Poser. Stressball. Manche schwören darauf, dass sie besser als Pillen funktionieren. Billiger sind sie auf jeden Fall. Tacker. Gehört in jedes Büro, ist allerdings bestimmt schon an so einigen Orten gewesen, wo er nicht hingehört. Ein SM-Club oder sowas, ne? Verbrauchsgüter hatten wir alles, ne? Das hatten wir gelesen, da waren wir fleißig. Unsere Klamotten. VS Büroblazer. 5,9 Panzerung. Eine Konzernuniform, vielleicht von einem bekannten Designer, der am Ende des Tages eine Uniform. Okay. Ach so, aber am Ende des Tages eine Uniform.
Das gleiche nochmal in grün, ne? Ich weiß auch nicht, warum wir das zweimal haben. Arasakas Dresscode ist dein Dresscode. VS Bürohose, VS Büroschuhe. 3,9 Panzerung. Anzüge sind zweitrangig. Echten Erfolg erkennt man an den Schuhen. Mhm. Soweit, so gut. Hier sind nochmal... Ach so, das sind Komponenten, die werden extra aufgeführt. Und Quick-Hack-Komponenten. Seltene Quick-Hack-Komponenten, legendäre Quick-Hack-Komponenten, epische Quick-Hack-Komponenten, ungewöhnliche Quick-Hack-Komponenten. Sagt man dreimal hintereinander Quick-Hack-Komponenten. Mach ich nicht. Okay, cool, wir können weiter. Dankeschön. Die Karten sind nicht gezinkt, Mann. Tut mir leid, das war ein Reflex. Ich bin ausgebildet. Noch mehr Karten. Schön, nehme ich mit. Wer weiß, wann wir die gebrauchen können. Aber vielleicht auch eine Skimaske mit stoßdämpfenden Kompositschichten. Panzerung 6,6. Ja, können wir das dann gleich anziehen oder wie? Ich meine, Charakter? Wahrscheinlich über das Inventar. Ne? Ja, tatsächlich. Mütze. Passt jetzt vielleicht nicht gerade zu unserem Mindestlevel 4. Was? Was? Was für ein... Also, was muss Mindestlevel 4 haben? Ist die noch nass geschwitzt? Fragezeichen. Halten zum Zerlegen. Ich hab... Ach so, generell Charakterlevel. Ah, ja, ich glaub schon. Keine Ahnung. Sehr verwirrend. Auch für mich. Nicht nur diese Äußerung. Checken wir schon. Früher oder später. Hallöchen. Die Konzernratte. Soja Seal Second Impact verleiht dir den Zustand Sättigung, der deine maximale Gesundheit um 5% und deine Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes um 0,5% pro Sekunde erhöht. Ja klar, nehme ich mit. Das scheint gut zu sein. Oh, hier ist noch was. Der Ball! Wir können Basketball spielen. Naja, so ein bisschen zumindest, oder? Wir sind ein Konzerner. Wir können sowas. Haben wir hier alles? Ja, haben wir, ne? Und bei euch so? Siehst nach Ärger ja. Aus. Ja. Ja, ich? Was willst du? Ich wollte nur mal gucken. Wollt ihr auch ins Lizzie's? Wollen wir zusammen reingehen? Wollen wir uns auf Facebook gegenseitig liken? Ist ja in Ordnung. Oh, die gehört zu uns? Aber hallo, mein lieber Scholli. Ja, da gehen wir gleich hin. Nee, ist alles cool. Und ihr so? Halt ein Auge auf den AV. Halt ein Auge auf den AV, okay? Dafür werde ich nicht bezahlt. Das war keine Bitte. Wenn ich zurückkomme, hat er keinen Kratzer. Wow. Willkommen im Lesis. Wow. Mhm, okay. Alles klar. Ich verstehe. Aber ich habe den Streamer-Modus aktiviert wegen der Musik, ne? Ich guck noch mal ganz kurz nach. Jupp, ist deaktiviert. Und Nippel und Co. werden auch ausgeblendet. Und unsere habe ich gleich mal abgeschraubt. Ja? Willst du was loswerden? Nein, Mann. Ich versuche nur ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Ich arbeite nicht, Schätzchen. Okay. Aber ihr arbeitet ansonsten schon hier, ne? Oh Gott, diese Atmosphäre zum Schneiden. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Da geht's auch rein. Wahrscheinlich ist das hier so ein Rundgang drin. Was? Ich will doch nur gucken, Mensch. Und das sind offensichtlich die Staff-Toiletten. Kann ich das benutzen? Nein. Plektrum. Ja, nimm es mit. Auf jeden Fall. Was steht da beim Plektrum? Rucksack. Junk. Plektrum. Lässt sich immer noch als Zahnstocher verwenden, wenn es mit der Rockerkarriere nichts wird. Aber nicht, wenn es vorher auf dem Toilettenboden gelegen hat. Wenn man zerlegen. Kann ich auf Toilette gehen? Nicht wirklich. Hände waschen. Spiegel gehen auch nicht. Nur der Spiegel am Anfang hatte funktioniert gehabt. Aber auch nur in dieser einen Sequenz. Wobei, ich lasse die Tür offen, ne? Als Merkmal, dass ich da schon war. Schön die Tür offen lassen, ne? Ist doch in Ordnung, Mensch. Ist doch in Ordnung. Oh Gott, wie schön. Gleich mal so eine schöne, epische Disco-Szene. Und CD Projekt Rap hat nicht nur die Möglichkeit uns gegeben, urheberrechtlich geschützte Musik auszublenden. Nein, sie haben dem Spiel noch darüber hinaus 150
urheberfreie Songs hinzugefügt und das wird wahrscheinlich einer sein. Hi! Ich bin gerade erst am... Okay. Bin ich in der Stimmung. Okay. Wir machen das so lange, bis sich die Sachen, die Leute sagen, wiederholen. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Oh. Küss meine Titten, du Freak. What? Wie bitte? Das habe ich nicht gehört. So dir mal einen Job. Und die ist total fertig. Nein, nein, mir geht's gut. Ja, danke. Genau, dir geht's gut. Das glaubst aber auch nur du. Gab schon lange kein Regen mehr. Ja, kein Regen, es war. Was willst du? Okay, das haben wir schon gehört. Kennen wir uns? Hier sind keine Zukunft. Ich verstehe kein Wort. Wobei doch, das hat er gerade übersetzt, ne? Die Welt ist eh im Arsch. Ja. Hi. Ja. Tag auch. Tatsächlich, das wird übersetzt von unserem Implantat. Und der hat Vampiraugen. Was hast du für ein Problem? Ich quatsch schon mit den Leuten. Warte mal, da liegt was. Das gehört mir. Das will ich haben. Gib es mir. Was du einsteckst, ist, was du kriegst. Nimm mal erstmal mit. Ich glaube, das ist hier kein Ort, wo man entspannt lesen kann. Aber lesen müssen wir auch noch. Früher oder später. Sie? Hallo? Hi, hi, hi. Pass mich nicht an. Nein. Nein, mach ich nicht. Das kannst du mir glauben. Willst du wissen, was ich dir zu sagen habe? Hey, das war zu schnell. Wie geht es dir? Hey, die sind alle einzigartig bisher. Wenn du was zu sagen hast, raus damit. Steh nicht rum, als hättest du einen Stock im Arsch. Jeder hat hier was Einzigartiges zu sagen. Allein der Aufwand dafür hier. Ich meine, okay, das ist im Prolog. Das lässt sich wenigstens noch in einem gewissen Rahmen halten. Ne? Aber vielleicht ist es in der Open World auch nur annähernd so. Und das wird... Oh Gott. Ich... Das war's. Ich bin Cyberpunk-Janer. Was ist los? Hi, hi, hi. Aber die Lippen bewegen sich nicht, ne? Doch, bei ihm schon. Er sieht aus wie eine Puppe, ne? Was geht? Was geht? Nein, ich bin nicht kaputt. Das ist in Ordnung. Na, willst du etwas Spaß haben? Nein, nein. Und sie macht gerade ihre eigene Tour, ne? So VR-mäßig. Aber die Hose ist cool. Handeln, nicht reden. Meine Güte, jeder sagt wirklich was Einzigartiges. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein, nein, dich kenne ich nicht. Wer kennt dich schon, hä? Wenn du was zu sagen hast, raus damit. Steh nicht rum, als hättest du einen Stock im Arsch. Das haben wir schon gehört. Jetzt fängt's langsam an, glaube ich, ne? Das finde ich so interessant hier gerade. Ja, was geht's? Bei euch so? Macht ihr gerade Party? Willst du? Ich will doch blöd rumquatschen. Wo kaufst du ein? Im Arasaka-Store. Ich habe gerade zu tun. Das sehe ich, aber hat das eine falsche Stimme? Die Brille, die will ich auch. Unbedingt. Die will ich unbedingt haben. Okay. Das Sixpack-Magazin offensichtlich. Hab genug von Maden wie oh. Wie geht's denn so, Herzchen? Ganz gut eigentlich. Die erste, die so wirklich nett zu uns ist. Wir gehen runter.